Der Faktor Zeit beim Manifestieren. Der Faktor Zeit ist ein Faktor, den es in Wahrheit überhaupt nicht gibt. Es gibt keine Zeit in der energetischen Welt. Wenn wir in Energie denken und uns ganz klar als energetische Wesen wahrnehmen, gibt es keine Zeit. Ihr kennt wahrscheinlich auch das Buch von Eckhart Tolle, The Power of Now. Und genau das heißt es, es gibt keine Zeit. In unserem energetischen Universum gibt es tatsächlich keine Zeit. Es ist alles hier und jetzt für uns verfügbar. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Manifestation aus deinem göttlichen, perfekten Seinszustand heraus. Dieser Seinszustand beschreibt dich in deinem Blueprint, in deinem wahrhaftigen Sein, in dem du absolut perfekt und erfüllt bist. Aus diesem Seinszustand heraus steht dir die ganze Welt zur Verfügung, denn du bist die ganze Welt. Kommen wir zurück zum Faktor Zeit. Die lineare Zeit, wie wir sie wahrnehmen, ist nur eine Krücke für unseren Verstand, damit wir Geschichten erzählen können. Geschichten, wie sich Dinge entwickelt haben, weil unser Verstand will immer logisch verstehen, wie sich das eine aus dem anderen ergeben hat, so dass wir daraus Rückschlüsse ziehen können, wie Prinzipien funktionieren, wie Dinge entstehen, was die Ursache und was die Wirkung ist. Und dazu brauchen wir eine Zeitlinie, um eine solche Entwicklung beschreiben zu können. Aber diese Entwicklung, die braucht nur unser Verstand, unser Denken in einer horizontalen Zeitlinie, will das verstehen und will das analysieren. Das ist der menschliche Verstand, der analytische Verstand, der Zusammenhänge zwischen Situationen, zwischen Ursache und Wirkung logisch zusammensetzt. Wir aber als wahrhaftige energetische Wesen, wenn wir nicht aus unserem Verstand heraus funktionieren, sondern verstanden haben, wie wir als Energie funktionieren, als absolut allgegenwärtige, jederzeit verfügbare, zeitlose Energie funktionieren, dann wird unser Leben einfach. Dann müssen wir nämlich auch nicht mehr warten, bis eins das andere ergeben hat, sondern wir verstehen, dass uns jede Realität und damit jeder Seinszustand hier und jetzt in diesem Moment zur Verfügung steht, und zwar als Bewusstsein. Sein. Das ist das, was uns bewusst ist, jetzt und hier und in diesem Moment. Und dieses Bewusstsein ist immer jetzt. Ich bin immer jetzt mir bewusst, was jetzt ist und wer ich jetzt bin und was ich jetzt gerade wahrnehme. Und das ist meine jetzige Realität. Und mein Verstand will verstehen, wie ist es zu dieser jetzigen Realität gekommen? Und dann will er einen Weg haben, wie es zu der neuen, zukünftigen Wunschrealität kommen kann. Und was kann ich sagen? Was kannst du sagen? Wie kann es gehen? Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es gehen kann, aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es gehen kann. Vor allem, weil ich diese Sachen
die ich ja haben möchte in Zukunft, noch gar nie erlebt habe. Deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie es geht. Und deswegen sagt Neville Goddard, geh ins Ende. Geh ins Ende deines erfüllten Wunsches. Denn das Ende und der Anfang sind jetzt. The power of now. Und so viele von uns machen den Fehler einzig und allein, weil unser Verstand so funktioniert und weil wir ihn noch nicht umprogrammiert haben, machen den Fehler und versuchen, die Zukunft von jetzt nach vorne zu schreiben. Aber wenn ich weiß, wie Energie funktioniert, weiß ich, dass sich meine Zukunft von jetzt an materialisiert. Und zwar jetzt. Und dieses Materialisieren ist schon abgeschlossen. Nur, dass ich in den Seinszustand, wo ich eins bin, mit der Materialisierung meines Wunsches, das scheint für mich eine Zeit lang zu dauern. Warum? Weil ich immer wieder aus dem Zustand herausfalle, wo ich die Person bin, die alles schon hat, genießt, erlebt in diesem jetzigen Moment, ohne es sehen zu können. Und weil diese Sache mit dem ich kann es im Außen nicht sehen, es ist nicht materialisiert, es ist nicht auf meinem Bankkonto, er sitzt nicht auf meinem Sofa. Genau deswegen, weil ich jedes Mal wieder aus diesem Seinszustand herausfalle. Und genau deswegen habe ich das Gefühl, es dauert. Und genau deswegen sind ganz, ganz viele noch in einer Warteschleife, weil sie warten, bis sie etwas sehen, was sie aber erst sehen können, wenn sie den Seinszustand lange genug eingenommen haben. Und das ist diese große Krux, dieses Aussteigen aus der materiellen, sichtbaren Welt, die eine Animation quasi aus unserer inneren, unsichtbaren Welt ist. Und die Animation da draußen kann sich niemals zeigen, bevor mein Manifestations-Animationsprozess im Innen abgeschlossen ist. Du kannst es dir so vorstellen, es hat so viele Nuancen, die du für dich einnehmen darfst, die du für dich besitzen darfst in einem kompletten Divine Design, Seinszustand, wo du keine Zweifel mehr hast, wo du keine Ängste mehr hast, wo du keine Traumata mehr hast, dass du dieser Match für die Fülle und die Erfüllung all deiner Wünsche bist. Deswegen ist eben Traumabearbeitung, Angstbearbeitung, Wut, all diese Blockaden, die deinen Seinszustand sozusagen verschmutzen und besetzen, weil du noch nicht in deinem wahrhaftigen, powervollen Divine Design Zustand jetzt wohnst. Ja? Nicht nur zu Besuch kommst, sondern wohnst. Und in dem Moment, wo du wirklich diesen Seinszustand bewohnst, wo er dich komplett umgibt, wo du die Person bist, die genau alles hat, was du dir wünschst, so lange wird es dauern. So lange wird es dauern, bis es da ist, bis es manifestiert ist. Und es kann ewig gehen, es kann unendlich gehen, wenn du nicht beginnst, hier Großreine zu machen, all deine
Sachen, die dir sagen, ich will sie nicht Blockaden nennen, sondern alle Gedanken, Vorstellungen, Geschichten, die dir sagen, ich bin's noch nicht, weil ich habe keine Vorstellung, wie so eine Frau ist. Ich bin noch nicht reich, weil ich habe es nicht auf dem Bankkonto. Ich bin noch nicht geliebt, weil ich habe den Partner noch nicht. Ich habe den Ring noch nicht am Finger. Ich bin noch nicht komplett, weil so viele Dinge fehlen. Und dass du energetisch absolut komplett bist, dass du aus deinem Divine Design Soul Blueprint in Komplettheit hierher gekommen bist, das musst du verstehen und das darf in deinen Körper sich tief, tief reinsetzen, so dass du keine Zweifel oder keine Ängste mehr hast, dass dir etwas nicht gegeben werden sollte. Diese Sicherheit. Frage danach und es ist dir gleichzeitig gegeben, bedeutet wiederum, es gibt keine Zeit. Die Zeit ist nur die Zeit, die du brauchst, um deinen Verstand dahin zu trainieren, die Seinszustand und die Identität von dir zu akzeptieren, dass du komplett und erfüllt bist, hier und jetzt, komplett, absolut unabhängig von äußeren Umständen, von Vergangenheit, von Herkunft, von emotionalen Zuständen, von Ängsten, von Traumata. Und da muss dein Verstand gereinigt werden, damit er dir zulässt, dass du der oder die bist, die in der absoluten Erfüllung über diesen Erdboden geht. Und solange du Mangel mehr wahrnimmst wie die Erfüllung, solange du noch drauf gepolt bist zu sehen, was nicht dem entspricht, was du haben willst, ist deine Arbeit mit dir, in deiner Persönlichkeit, in deiner Identität, in die Entsprechung zu kommen von einer Frau, in meinem Fall, die all ihre Wünsche schon erfüllt bekommen hat. Wie lebst du? Wie lebst du, wenn du dir keine Sorgen machen musst? Wie lebst du, wenn du niemanden bewerten oder beurteilen musst, auch dich selber nicht? Wie lebst du, wenn du nicht mehr analysieren musst, logische Zusammenhänge herstellen musst? Wie lebst du, wenn du aus der Fülle und aus der Komplettheit deines Seins schöpfen und erschaffen kannst? Wenn du einfach nur hier bist, um kreativ zu sein mit den Dingen, die dich wirklich begeistern. Ohne einen Druck, ohne einen Zwang, ohne einen Drang, ohne eine Bedürftigkeit, sondern aus der Komplettheit heraus. Und diese Komplettheit, die ist für dich gegeben. Der Samen ist gesetzt in deinem Divine Design Soul Blueprint Programm. Die Power ist da, indem du als energetisches Wesen da bist und die Identität ergibt sich aus diesen Voraussetzungen, als wer du hier auf diesem Planeten, in diesem Leben, in dieser Zeitlinie gesehen werden willst. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Du bist so frei, dass du all diese Einschränkungen für dich wählen darfst. Aber du musst es nicht. Du kannst tatsächlich als freier Spirit, als freie Energie dich erschaffen. Als ein Wesen, das dir so gut gefällt. Als ein Wesen, das du liebst, ehrst und schätzt.
Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zur Manifestation. Das ist der Schlüssel zu Reichtum. Das ist der Schlüssel zu Glückseligkeit. Das ist der Schlüssel zum Gesundsein. Das ist der absolute Generalschlüssel. Nur wie jeder Schlüssel, der in jedes Schloss passt, nützt er dir nur, wenn du ihn benützt. Wenn du ihn benutzt, wenn du danach handelst, und zwar im kompletten Seinszustand. Du handelst aus deinem kompletten Seinszustand. Und diese Schlüssel sind für dich da. Es ist wie ausgelegt. Nur musst du bereit sein, neu zu glauben, neu zu denken und vor allem in deine Kraft zu kommen, die dir Gott gegeben ist. Deine mentale Kraft, deine emotionale Kraft, die ist dir komplett gegeben, nur ist sie gerade anderweitig besetzt. Du nutzt deine Kraft im Moment für Schutz, Ablehnung, Angst, Verteidigung, all diese Dinge brauchen Kraft. Und diese Kraft musst du dir zurückholen. Und wie das geht, zeige ich dir in meiner kostenlosen Masterclass. Hole dir deine Macht zurück. Den Link dazu findest du unten in den, unter diesem Video, in der Beschreibung unter diesem Video. Da gehe ich viel, viel tiefer rein. Weil diese Kraft, diese Macht und diese Power, die da freigesetzt werden, die muss freigesetzt werden. Und je stärker sie ist, desto weniger wirst du zeitliche Verzögerungen wahrnehmen, weil du merkst, dass eigentlich alles jetzt schon geschehen ist. In diesem Sinne. Schön, dass du zugehört hast. In diesem Sinne will ich dich inspirieren, dich von deiner äußeren Welt zu verabschieden, nicht mehr darauf zu reagieren und zu dir selber zurückzukommen in deine Kraft und in deine Macht und dir eine äußere Welt neu zu generieren und zu kreieren, so wie sie dir gefällt. Und das ist das, wozu wir hier sind. Das ist unsere menschliche Berufung, um unser Gott selbst wieder zu entdecken und daraus die unendlichen Möglichkeiten zu nutzen und ein paradiesisches Universum, ein paradiesisches Leben zu generieren, ohne Angst, ohne Schrecken, ohne Limitierung, ohne Einschränkung, ohne all diese Dinge, die uns so auf die Nerven gehen. Also, schön, dass du da warst. Bitte like, kommentiere, teile dieses Video und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video auf diesem Kanal.